Willkommen bei einem neuen Video von mir. Ich habe ja gestern wieder neue YouTube-Videos aufgenommen und habe da echt probiert, dass ich den Hall aus meinem Büro wegkriege. Mein Büro, da ist hinter mir, direkt hinterm Schreibtischsessel, ist eine graue Mauer und da hängt einfach nichts drauf. Man wird es ja jetzt hören, dass es total hallt in dem Raum. Und mir stört es einfach so in die Videos, wenn das immer so hallt. Vor allem die Videos, wo ich einfach da sitze und so dahin rede, wie da bei dem da. Das ist eins von denen, die, was ich gestern aufgenommen habe. Ich stelle mir die Kamera wieder gut hin. Und ich habe da gestern ein paar Sachen ausprobiert und habe zuerst gegoogelt, was da am besten funktionieren kann, damit man in so einem hallenden, kleinen Raum einen Hall eben wegbringt für die Videos. Habe das ganze Zeug jetzt blöderweise schon wieder weggeräumt, weil ich nicht vorgehabt habe, dass ich jetzt halt Videos aufnehme. Aber ist eh wurscht, das Leintuch da hinter mir hängt noch. Und ich habe da gestern auch, währenddem ich die Videos aufgenommen habe, kurz was erklärt wegen dem Ton. Das blende ich jetzt gleich ein. In den letzten Videos hat es ja immer so kalt in meinem Büro und ich habe jetzt da einfach allein durch an die Wand genagelt, in der Hoffnung, dass es dann besser wird, und überall alles, was ich gefunden habe, am Boden ausgelegt. Ich habe da heute ein bisschen gegoogelt, wie man so einen Hall im Büro oder in einem Raum generell ein bisschen vermeiden kann. Und ja, jetzt hoffe ich, dass das ein bisschen besser wird. Und ja, ich habe jetzt die ersten Videos von gestern geschnitten und ich muss sagen, ich bin von dem Ergebnis, von der Hallreduktion, sage ich mal, bin ich echt begeistert. Das hat richtig gut funktioniert und ich möchte euch da einfach nur in dem einen Video, habt ihr gerade gesehen, was ich gemacht habe eben. Ich habe da Yogamatten aufgelegt, ich habe Handtücher aufgelegt, meine Winterjacken zum Beispiel habe ich auf den Boden gelegt und dahinter bei habe ich eben allein durch in die Wand genagelt. Dann habe ich da unterm Schreibtisch noch so ein Malerflies habe ich noch ausgelegt gehabt, das was ich vom Siedeln noch übergehört habe. Und das hat echt richtig gut funktioniert. Möchte ich mir jetzt dann was überlegen, generell an Teppichboden ins Büro holen, das war wahrscheinlich auch nicht so schlecht. Dann wird es schon mal ein bisschen weniger hallen. Und ja, ich möchte euch da jetzt einfach den Unterschied sagen, was das ausmachen kann, wenn man einfach im Raum, selbst wenn es richtig beschissen ausschaut, wie ihr gesehen habt, es ist da kreuz und quer das ganze Zeug herumgelegen, das hat echt scheiße ausgeschaut, aber im Video hat man es ja nicht gesehen. Ich mache, also mein Schreibtisch ist da, an der Mauer, meine Kamera umdrehen, so ist die Blickrichtung, und wenn ich YouTube-Videos mache, dann steht die Kamera da, auf der anderen Seite. Und ich setze mich auf die Seiten hin, weil ich da einfach einen viel cooleren Hintergrund da habe mit meinen Regalen. Und das schaut um einiges cooler aus, als wenn ich mich die Kamera jetzt da drüben positioniere und ich mich einfach so gegen die normalerweise graue Mauer filme. Darum habe ich das gemacht. Hat man auch irgendwie ein cooler Hintergrund, war ganz cool in die Videos. Nur war halt eben das Hallproblem. Und ja, also jetzt zeige ich euch die Beispiele. Und dann könnt ihr euch jetzt selber ein Bild machen. Und dann blende ich auch noch die Stimme von meiner Podcast-Aufnahme von gestern ein. Ich habe nämlich gestern auch einen deutschen und einen englischen Podcast aufgenommen. Das erkläre ich im Podcast, wieso jetzt auf Englisch auch. Und den habe ich in einem anderen Raum aufgenommen, nicht bei mir im Büro. Und da sieht man mal, was man wirklich in einem gescheiten Raum, wo es vom Ton her passt, was man da für eine Tonqualität aussuchen kann. Also da war ich echt begeistert gestern bei dem Podcast. Und ja, jetzt gibt es den Vergleich. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns dann im nächsten Video, das kommt am Sonntag wieder online. Bis dahin, macht es gut. Ich habe wirklich alles, was ich machen möchte oder machen muss, gewisse Sachen muss man einfach machen, die einfach gemacht werden, schreibe ich mal auf und dann Priorität und im Podcast, also das Video auf YouTube hat, ich glaube, 12 Minuten dauert mit den 5 Tipps, mit einer Erklärung dazu und der Podcast selber hat nachher eine gute Stunde dauert. Also da nochmal so als Vergleich auf YouTube. Ernährung ist ein riesengroßes Interessensgebiet von mir, vor allem jetzt ganz aktuell, da will ich aber jetzt gar nicht mehr verraten, da kommt eine eigene Podcast-Folge, weil das ein sehr tiefgreifendes Thema ist.